Er ist seit weniger als 2 Jahren aktiv und diente weitgehend als Empfänger von Überweisungen britischer Banken. Vor kurzem wurde die überwiegende Mehrheit der Gelder des Kontos in bar abgehoben. Herr Vorsitzender, hat die Bank Aufsicht genug darüber, wohin dieses Geld geflossen ist? Herr Vorsitzender, dies ist für die angeforderten Informationen nicht relevant. How's he doing? Not great. Es ist relevant für die Geldwäschegelegung. Sie können fortfahren. Wir wurden auf vertraulicher Sicherheitsbasis von der Bank von Liechtenstein in Vaduz kontaktiert, um uns mitzuteilen, dass sie die Währung erhalten haben und um zu bestätigen, dass sie echt ist. Vielen Dank. The money's moved to Liechtenstein. No names? But not yet. Herr Vorsitzender, in Übereinstimmung mit den souveränen Gesetzen unserer Nation müssen wir darauf bestehen, dass Sie dieses Auskunftsersuchen ablehnen. Vielen Dank. Ich stimme zu, dass ich keine andere Option habe. Dürfen wir den Namen der Kontomitarbeiter hören? Dies ist nicht notwendig. Das Konto hat keine Schweizer Gesetze gebrochen. Herr Vorsitzender, im Rahmen der Antiterrorgesetzgebung kann ich Namen, die ich für möglichen Terrorismus vermute, bitten, durch unsere Datenbank zu laufen. Dies sind keine Terroristen, Herr Vorsitzender. Dann haben Sie nichts zu befürchten. Das Konto wird im Namen von Gordon Perry geführt. Und Checks wurden außerdem im Namen eines Edwin Cooper unterzeichnet.